Leisten, jemanden gehen lassen zu müssen, jemanden zu verlieren. Magst du uns ein bisschen was über Kate Linville erzählen? Wer ist das? Also erstmal kurz dazu, wie ich überhaupt zu Kate gekommen bin. Die war nämlich nicht geplant, sondern ich habe ein Buch geschrieben vor vielen Jahren, Der Beobachter, und ich brauchte an einer Stelle einfach eine Informantin oder einen Informanten, der bestimmte Erkenntnisse aus der Behörde von Scotland Yard an jemand anderen übermittelte. Und da habe ich praktisch von einem Moment zum anderen Kate Linville erfunden. Und der Plan war, die hat jetzt eine Szene, die gibt diese Informationen weiter und das war es mit ihr. Und dann habe ich ihr aber, damit das glaubhaft auch war, warum sie das macht, musste ich sie charakterlich eben doch ein bisschen skizzieren und etwas aus ihrem Leben beschreiben. Und da hat sie mich so berührt in dem Moment und ich fand sie so interessant und ich habe so viel Potenzial in ihr gesehen, dass ich gesagt habe, okay, du hast jetzt hier nur diese zwei Seiten, mehr geht nicht, weil das Buch ist schon anders konzipiert, aber ich werde dir irgendwann eine Hauptrolle in einem Buch geben. Und das habe ich Jahre später mit die Beobachter, die Betrogene wahrgemacht. Kate ist ein einsamer Mensch, sie hat es schwer mit anderen Menschen. Sie ist jemand, dem es schwer fällt, sich anderen zu öffnen. Sie ist extrem ängstlich, verletzt zu werden, was so ein bisschen seltsam wirkt, weil sie eine Frau ist, die mit großem Mut und mit großer Tatkraft Serienkiller verfolgt und da wenig Angst hat. Aber sie hat totale Angst vor menschlicher Nähe, vor Begegnungen, vor sich einlassen, vor Gefühlen, die am Ende zurückgewiesen werden könnten. Da kann sie nicht über ihren Schatten springen. Und dadurch manipuliert sie sich immer tiefer in die Einsamkeit hinein. Sie hat ihren Vater auf schreckliche Weise verloren, der ist Opfer eines Verbrechens geworden. Sie hat den Fall aufgeklärt. Er ist dabei aber auch über ein Geheimnis in seiner Vergangenheit gestoßen, was ihn, den sie sehr vergöttert hat, ja, entgöttert hat in ihren Augen. Und das ist ein schweres Leben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist sie eben eine unglaublich erfolgreiche Ermittlerin. Sie ist sehr erfolgreich in ihrem Beruf. Und wenn sie aus dieser Tatsache mal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein schöpfen würde, könnte sie das auch gut ins Private hin übertragen. Wobei an so Zweifeln vielleicht auch ein bisschen ein weibliches Phänomen ist, leider immer wieder. Kate ist ja jemand, die, wie du sagst, beruflich sehr entschlossen ist. Privat schützt sie sich sehr stark, eben weil sie so fürchtet vor Zurückweisung. Gleichzeitig sucht sie aber immer auch nach Bindung. Sie ist auf Single-Börsen angemeldet, sie datet, sie geht zum Single-Kochkurs. Und es gibt einige wenige Menschen in ihrem Leben, die ihr sehr nahe sind, und einer davon ist Caleb Hale. Caleb Hale ist jemand, auf den sich Kate verlässt. Und man kann fast nicht über Kate reden, ohne sich über Caleb auch zu unterhalten. Wer ist Caleb und was verbindet die beiden? Was ist das für eine spannende Beziehung? Ja, Caleb.